Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, alle hier. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon den Film Suffragetten gesehen hat. Der ist gerade angelaufen, Anfang Februar. Da geht es um den erbitterten Kampf für das Wahlrecht von Frauen in England. Die Suffragetten haben etwas sehr Richtiges hier gefordert, und zwar Taten statt Worte. Und sie waren damit am Ende erfolgreich. Das wissen wir. Genau darum geht es. Wenn es um die Gleichstellung von Frauen geht, auch im Kulturbetrieb, dann geht es um Taten, und da braucht es Taten. Und da braucht es auch die Taten dieser Bundesregierung. Frau Grütters, Sie haben genau vor einem Jahr in Ihrer Eröffnungsrede zur 65. Berlinale gesagt, der Anteil von Frauen dürfe gerne höher sein. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Doch wie steht es aktuell um die Präsenz von Frauen im deutschen Film? Die aktuellen Zahlen vom Bundesverband Regie sind ziemlich niederschmetternd. Die Kollegin hat das schon erwähnt. Die Benachteiligung von Frauen hat nämlich weiter zugenommen. Der Anteil von Regisseurinnen bei deutschen Kinofilmen ist von 22 auf 19% gesunken. Und weiterhin führen nur bei einem von 5 Kinofilmen Frauen Regie. Und im High-Budget-Bereich, also ab 5 Millionen Euro, saß 2014 keine einzige Frau mehr auf dem Regiestuhl. Und das alles, obwohl es 42% der Absolventinnen sind, die an den Filmhochschulen Abschlüsse machen. Das macht das Ausmaß der Benachteiligung noch mal stärker. Ich finde, so geht es nicht weiter. Meine Damen und Herren, der Tagesspiegel fragt in einem Artikel ganz aktuell zu Recht, wo sind die Regisseurinnen? Gute Frage. Diese Frage gebe ich weiter an die zuständige Ministerin. Was hat die Bundesregierung bisher getan, um die Situation von Frauen im Kulturbetrieb zu verbessern? Und hier eine Korrektur an die Kollegen Grohn und Kranich. Die Studie vom Kulturrat erfasste den Zeitraum von 1995 bis zum Zeitraum 2000. Das heißt, die letzten Jahre, auch die letzten 11 Jahre der Regierung der CDU. Da ist an dieser Stelle nichts passiert. Deswegen ist es mehr als überfällig, dass die Beauftragte für Kultur und Medien endlich die Ursachen für diese Schieflage jetzt nach diesem langen Zeitraum mit neuen Zahlen angeht. Und damit auch nicht der Eindruck erweckt wird, hier würde ein Automatismus weitergeführt. Sie haben eben 2014 gesagt. Das müssen wir nur noch mal klarstellen. Es war ein kürzerer Zeitraum, und in den letzten 11 Jahren CDU-Regierung ist da nicht viel passiert. Also auch die aktuellen Zahlen aus anderen Bereichen der Kultur zeigen kein positives Bild. Insbesondere an Theatern und Orchestern sind Frauen in Führungspositionen ebenfalls stark unterrepräsentiert. Ein ganz aktueller Blick nach NRW zeigt, nur 7% der Intendantenstellen an kommunalen Theatern waren 2009 bis 2011 mit Frauen besetzt. Was glauben Sie, wie hoch war der Anteil bei Philharmonien? Ich sage es Ihnen, es gab keine einzige Generalmusikdirektorin. Chancengleichheit sieht anders aus. Fakt ist, dass Frauen in vielen Kultursparten, insbesondere in den Leitungspositionen, da wo es um Macht und Entscheidungsbefugnisse geht, stark unterrepräsentiert sind. Das haben übrigens alle Sachverständigen im Ausschuss auch noch mal bestätigt. Und da steht die Kultur der Wirtschaft tatsächlich in nichts nach. Deswegen haben wir Grünen erneut diesen Antrag 2014 auch noch mal verändert und weitergehend eingebracht, damit sich endlich etwas ändert. Und wir fordern Sie deswegen auch noch mal eindrücklich auf, verteilen Sie öffentliche Gelder endlich geschlechtergerecht. Dafür müssen die Kriterien für den Etat der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien so angepasst werden, dass sie Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt. Und wir brauchen auch eine paritätische Besetzung von Führungspositionen und Intendanzen in Kultureinrichtungen, die vom BKM gefördert werden. Und schließlich ist auch bei der Vergabe von Preisen und Förderprojekten eine geschlechtergerechte Verteilung notwendig. Nur so kann nämlich mehr künstlerische Freiheit für Frauen entstehen und damit logischerweise auch mehr kulturelle Vielfalt. Und, meine Damen und Herren, auch wenn ich angesichts der Unterrepräsentanz von Frauen im Kulturbetrieb und der fehlenden Taten der Bundesregierung unangebracht finde, immer wieder darüber sprechen zu müssen, ob eine Quote zu Wettbewerbsverzerrungen oder Qualitätsverlusten führt, möchte ich noch mal deutlich sagen, nein, führt sie nicht. Im Gegenteil. Denn gerade die Tatsache, dass Frauen in allen Sparten fast nur 10% des Etats, der jeweiligen Etats der Männer haben, ist etwas, was doch offenkundig nichts mit Qualität zu tun hat, rein gar nichts.
Und ein Beispiel bei den Preisvergaben in Jurys. Beim Echo Jazz 2016 wurden jetzt 4 Frauen nominiert und 52 Männer. Erzählen Sie mir nichts von Qualität. Und ich wiederhole es nochmal, die Schieflage besteht trotz einer steigenden Zahl von Absolventinnen in den künstlerischen und filmischen Studiengängen und es mangelt nicht an gut ausgebildeten und talentierten Frauen. Die Regisseurin Maria Mohr von Pro Quote Regie, muss man Pro Quote Regie auch nochmal explizit hervorheben, machen da hervorragende Arbeit, auch jetzt während der Berlinale. Sie hat in unserer Anhörung im Ausschuss treffend auf den Punkt gebracht. Die Quote ist nicht wettbewerbsverzerrend, sie korrigiert einen verzerrten Wettbewerb. Denn es kann ja nicht sein, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass uns die künstlerische Qualität und Kreativität von Frauen verloren geht, weil strukturelle Hürden beim Zugang und im weiteren Verlauf des Berufslebens nicht beseitigt werden. Diskriminierung von Frauen kann und darf nicht unter dem Scheinargument der künstlerischen Freiheit gerechtfertigt werden. Sorgen Sie also mit gezielten Maßnahmen endlich für Chancengleichheit für Frauen im Filmbereich, in der Musikbranche, an den Theatern, bei den Philharmonien. Die Zeit ist mehr als reif dafür. Und ich Sie müssen jetzt einen Punkt setzen. Ich komme jetzt zum Schluss. Das Frauenwahlrecht wurde aus vielen Gründen lange verhindert. Ein Grund war sicherlich Angst vor Veränderungen. Ich sage dazu nur Ihnen allen, seien Sie doch zusammen mit uns allen ein bisschen mutig, gemeinsam gerechte Strukturen im Kulturbetrieb zu verabschieden und auf den Weg zu geben. In zweieinhalb Jahren wird das Frauenwahlrecht 100 Jahre alt. Ich fände, es wäre schön, wenn wir uns bis dahin auf den Weg gemacht hätten, die Lage für Frauen zu verbessern und den Kulturbetrieb vielfältiger zu machen. Vielen Dank und vielen Dank, Frau Präsidentin. Das Wort hat die Kollegin Dr. Astrid.